Wir kommen zum Gebärdenspiel. Wir werden jetzt ein Interview führen und Mirko übersetzt uns dieses Interview live in die Gebärdensprache. Da freue ich mich immer ganz besonders. Also das Interview wird geführt von Barbara. Ja. Bist der Interviewer. Und Max, du wärst der Experte. Nehmt einfach schon mal Platz. Gerne. Max und Barbara machen das Interview. Mirko macht den Gebärdendolmetscher. Und ich brauche jetzt noch ein schweißtreibendes Hobby. Also etwas, wo man sich körperlich betätigt. Häkeln. Extrem häkeln. Schweißtreibendes Hobby, ihr Lieben. Bügeln, das wäre schon nicht schlecht. Sex, ja. Das Hobby haben wir alle. Rock'n'Roll ist auch schön. Was hatten wir gerade? Aquajoggen? Aquajoggen? Was ist aber im Wasser joggen? Verrückt, was die Menschen alles machen. Das ist großartig. Ich habe noch nie gehört, Aquajoggen. Natürlich, Max, du bist ein Experte fürs Aquajoggen. Selbstverständlich. Aquajoggen. Wer kennt denn sowas? Gut, Barbara. Du führst jetzt ein sehr schönes Interview mit Max, dem Experten fürs Aquajoggen. Herzlich willkommen hier bei Sport leicht gemacht. Heute mit unserem Experten, Herrn Dr. Leichtkloß. Hallo, ja. Frau Bommelmeier. Herr Leichtkloß, ja. Sie sind Experte für Aquajogging. Das ist ja eine fantastische Sportart. Wie kamen Sie darauf, das zu machen? Nun, ich möchte ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Man soll ja immer auf dem Boden bleiben und den Ball flach halten. Aber ich muss gestehen, dass ich also schon sehr früh ein großes Talent für das Aquajogging hatte. Sogar zunächst für das Aquarunning. Ach, haben Ihre Eltern Sie dahin geführt? Man muss ja einem kleinen Kind ein wenig unter die Arme greifen, nicht wahr? Ich will ja nicht... Ich will ja nicht zu weit ausholen. Meine Mutter stand früher schon immer Kopf. Meine Mutter stand früher schon immer Kopf, als ich mit dem... obwohl sie von Sternzeichen Wassermann ist. Ist das nicht verrückt? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich werde bekloppt. Das sind ja unglaubliche Tatsachen. Ja, ich hatte als kleines Kind schon früh das Seepferdchen. Ja. Und ich liebte, meine Lieblingsserie war Flipper. Die kann ich nicht. Aber nein, nein. Haben Sie nie Fury gesehen? Oh, nein, ja, meistens Lassie oder Free Willy. Ja, 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 ja. Wie war es denn mit Denver Clan oder Tatort? Nein, Tarzan war meine Lieblingsserie. Ich liebte Tom und Jerry. Ja, das ist allerdings etwas, da könnte ich mich sofort übergeben. Aquajogging macht schlank. Ist das richtig? Das ist richtig. Es macht sogar richtig erotisch, würde ich sagen. Das war doch wohl lustig. Und genauso lustig geht's nach der kleinen Pause weiter.